von der Wettkampf-Fans sollen aufzeigen, um hier den ersten Vollkohl des Tages zu sehen. Wir haben die grüne Flagge. Let's go!
Daumen. Wir haben grünes Licht am Lenker. Nein, und wir müssen nächstes Jahr den kennenlernen. Aha. 160 Stunden Kilometer lang.
2-0. Kann er noch nach vorne fahren? Grüne Flagge. Thank you.
Kreuzturbinen mit je 26.000 Umdrehungen rollen an.
gerade gut, dann fährt er normalerweise die Puls auch nur auf der Hinterachse in einem atemberaubenden Tempo. Letzte Vorbereitungen, dann die grüne Flagge für unseren Gast aus Großbritannien. Grüne Flagge, Start 2. Thank you.
mächtig wie Mauer in diesen Rundschachs hier drin steckt. Denn er kann fast mit den großen Dieselsteppern mithalten mit Blue Power und mit Hurricane. Und meine Damen und Herren, das Tapo-Team genießt ihren Applaus, blickt noch einmal drauf auf diesen wunderbaren Caterpillar, auf den Tapo, auf den Pecker. Und wir sehen ihn heute nicht wieder. Schon der 4230 spezial getun, getun durchs Spitze-Piece-System, obenliegende Lockenwelle, Einbau-Spezialzylinderkopf aus Aluminium mit 2 Zündkerzen pro Zylinder, eine Leichtgewicht-Einbau-Fleuelstange, 3 Turbolader in 2 Etagen mit 4,8 Bar Ladedruck, Methanol, Verbrauch 37,5. Der erste Starter in der Luxemburg-Kopie.
Schade. Das reicht nicht fürs Finale. Probleme gibt, werden sie den zweiten Startversuch wahrnehmen, um hier dann vielleicht im zweiten Lauf noch im Finale mit dabei zu sein. 92,25 die gezogene Weite. Der nächste Starter, meine Damen und Herren, kommt aus den Niederlanden. Er heißt Johnny van Alpen. Joel steht vorbei. Einer ist Motor im Parallager abgebaut. Sie erinnern sich, in der schweren Klasse 4-5 ging ja mit 3 an den Start. Jetzt nur 2 aufgebaut. Und jetzt ist Johnny, der Junior, am Steuer. Am Steuer vom legendären Popeye. Und ja, das sagt der Ellison Sound. Und wir gehen locker auf die 90-Meter-Marke, denke ich. Johnny Palazzi, Junior. Der in die Fußstapfen des Vaters tritt, der schon einige Siege mit eingefahren hat und langsam vom Vater herangeführt worden ist an den stärksten, schwersten und schönsten Modus von auf Bildern. Der Familiensport, meine Damen und Herren. Alle können dabei sein. Schau es einmal zum Fall.
Müll am letzten.
nicht dabei. Vielleicht schafft es. Vielleicht kommt er über die 100 Meter Marke mit dem Team Moving aus den Niederlanden. Und die schwerste Einstellung. Wir haben sie hier gesehen. Viele Teams haben es nicht geschafft, ins Leben zu kommen. Aber er kann es schaffen, meine Damen und Herren, wenn Sie ihn mithelfen. Noch einmal Fox Junior.
Trophy. Und es war immer